Hallo, 30 Freunde. Naja, vor 2 Monaten habe ich ja die Stage 1 Anlage in meinem Waldauto, dem viertürigen Baron Seatbeige 325e, ja, entwickelt, eingebaut und dann noch mal verbessert, so vor kurzem. Und ich hatte zu dem Zweck ja so einige 13 cm zwei Wege Chassis gekauft. Und ja, fast ein Zufallskauf war dann dieses MTX System hier, dieses TX650S, was mich da doch sehr überzeugt hat. Und da habe ich so überlegt, Mensch, wenn das so gut abliefert, dann schauen wir doch mal, was die Firma MTX noch so am Start hat, was wir noch für unser Stage 1 im E30 da verwenden können. Und dann war das zweite Chassis natürlich dieses ovale, wo haben wir es versteckt? Gar nicht haben wir es versteckt. Hier unten ist es. Das ovale System für die Basslösung, das habe ich dann nochmal nachgeordert und das konnte er nochmal ordentlich zulegen im Vergleich zu den Infinities, die vorher verbaut waren. Ja, ich habe dann überlegt, Mensch, wenn das alles so geile Produkte sind, zumindest die beiden, die ich jetzt schon getestet habe, dann lass uns mal schauen, was bei MTX noch so am Start ist, was für den E30 interessant sein könnte. Natürlich auch zum Beispiel in der Endstufe. Und da ist jetzt das Paket gekommen. Ich würde euch das mal kurz zeigen. Wir schauen uns mal die Chassis an und überlegen mal, für welchen Einsatzzweck die geeignet sein könnten. Und wie gesagt, bei zwei Dingern können wir schnell machen, die kennen wir schon. Aber die anderen vier gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Wir fangen mal mit dem an, was wir schon kennen. Und zwar unser 13er, also mein Moment favorisiertes 13er Zwei-Wege-System. Für den E30 vorne für den Fronteinbau, da haben wir unsere Hochtöner und unsere Frequenzweicher, haben hier diese 13er Chassis. Und die Highlights, hatte ich ja schon tausendmal erzählt, kann ich nochmal kurz nochmal erzählen. Abdeckung brauchen wir nicht. Also das Highlight für mich ist hier unter anderem der Alu-Druckgusskorb, ist halt eher so ein Verarbeitungsthema, hat klanglich jetzt wahrscheinlich nicht so einen krassen Einfluss. Wir haben eine echte Fasflak, weil die Staubkappen, die sonst hier so verklebt sind, draufgeklebt werden auf die Membran, die haben manchmal so einen eigenartigen Eigenklang und die Fasflak ist klanglich da ganz klar besser. Ansonsten ist das Ding relativ hoch belastbar ausgelegt für so einen 13er, hat also ordentlich Hub und der kann auch ganz schön was ab. Der ist ja mit 80 Watt angegeben RMS, was schon für einen 13er eine richtige Ansage ist. Ja, und sonst haben wir hier irgendeine Beschichtung auf der Pappe drauf, was auf jeden Fall klanglich, wie gesagt, soweit funktioniert. Das ist ja mal wichtig, dass sowas nicht nur übelst aufwendig verarbeitet ist, hunderte von Euros kostet und dann vielleicht doch gar nicht klingt oder mit einer Frequenz, welche wieder erstmal gerade gebogen werden muss. Das ist ja alles nicht der Fall. Das heißt, das System ist out of the box, dieses Chassis, auch ohne riesige Frequenzweiche schon gut klingend. Also wir brauchen ja keine Saugkreise oder ähnliches. Zweites Highlight von diesem Set ist hier tatsächlich die Frequenzweiche. Nicht, weil sie besonders aufwendig ist, sondern weil die sehr gut verarbeitet ist. Wir haben also hier die höchstmögliche Qualität an Kondensatoren im Hochtonbereich, was für feine Höhen halt verantwortlich ist. Und dann nutzen wir keine Kerne in den Spulen drinne, kernlose Spulen, also Luftspulen sind auch sozusagen im High-End-Bereich angesagt. Dann nutzen wir praxisgerecht hier die Pegelabsenkung, alles in einem schönen, stabilen Gehäuse, ordentliche Schraubklemmen dranne. Mehr kann man da auch nicht verlangen. Naja, weil das noch nicht genug ist an Highlights, gibt es halt hier noch einen sehr geilen Hochtöner. Dazu mit einer sehr großen Membranfläche mit 28 mm Gewebehochtöner. Typisch sind ja 19, wenn es ein bisschen besser wird, 25, 26, 28 ist wirklich ein schönes, großes Chassis. Hat den Vorteil, dass es tief runter geht, also auch einen kräftigen Hochtonbereich macht. Nicht nur so eine piepsigen Oberhöhen, ja, sondern wirklich auch tief runter geht. Damit kann es gut angekoppelt werden zu dem 13er Chassis. Das heißt, hier kommt auch richtig hörbar was raus, holt die Bühne schön nach oben. Wunderbar, wir haben also Gewebe, kein Metall, das heißt auch ein sehr gutmütiges Chassis. Brauchen wir auch mit der Frequenzweiche jetzt nicht irgendwelche großen Sprünge machen. Das wäre es jetzt hier zu dem 13er Zerwege. Wie gesagt, im Moment meine persönliche Referenz, sage ich mal, gibt mit Sicherheit noch viel, viel bessere Chassis. Aber für Preis-Leistung, das was wir quasi im E30 da haben wollen, ist das optimal. So, die mitgelieferten Kabel, die könnt ihr, hätte ich jetzt gesagt, wegschmeißen, ist aber Quatsch. Wir müssen im E30 dieses Hochtonkabel ein bisschen verlängern. Und der Hochtöner, der kriegt ja hier wirklich keine Leistung ab. Das heißt, dafür kann man das Kabel nehmen, um das ein bisschen zu verlängern, damit wir dann schön runter bis in den Fußraum kommen und die Weiche anklemmen können. Also doch nicht wegschmeißen, sondern für Hochtöner verwenden. So, dann gucken wir uns mal kurz die Chassis unserer Basslösung an. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor bei dieser ganzen Anlage, bei dem geilen Sound, den wir haben. Ist natürlich für euch schwer, das nachzuvollziehen, wie die Anlage klingt, was sie so für einen Pegel macht, wie gut die ausgewogen ist und so weiter. Dafür habe ich am Ende des Videos mal ein paar Mitfahrer-Reaktionen aufgezeichnet. Die zeige ich euch dann mal. Ob ihr das mit Ton hören könnt, weiß ich gar nicht genau, weil YouTube ja
populäre Musik dann halt rauslöscht oder das Video sperrt. Kann sein, dass das für euch dann eher so ein mittelgutes Erlebnis ist. Aber es gibt halt schon ein paar Leute, die mitgefahren sind und die das eigentlich ganz witzig fanden, die Anlage. Das bringe ich euch am Ende mal ein. Ja, und ein wichtiger Punkt bei so einer HiFi-Anlage ist halt immer ein stabiles Bassfundament. Und in meinem Fall war noch wichtig, keinerlei Kofferraumverlust. Ich möchte da keine Kiste rumfliegen haben. Am besten unsichtbarer Einbau, das haben wir ja hinbekommen. Und tatsächlich haben diese 6x9 Zoll Chassis, die eigentlich für die Heckablage gedacht sind, hier bei mir im Zapfenfahrbetrieb nochmal richtig abgeliefert und sind ein wichtiger Baustein, warum diese Anlage tatsächlich bei mir gut ankommt und auch bei den Leuten, die bisher mitgefahren sind. Der Hochtöner ist natürlich jetzt hier ein bisschen überflüssig, weil wir nur den Bassbereich benutzen. Den Hochtöner, den löte ich dann hier direkt ab, damit er nicht unnötig kaputt geht. Vielleicht kann man den noch irgendwie mal abschrauben, vielleicht mal eins zerlegen, dass man den noch für irgendwas anderes verwenden kann. Bei dem reinen Zapfenvereinbau würde er halt jetzt hier nicht mitlaufen. Und hier haben wir ansonsten auch wieder den Alu-Druckguss-Korb, was ja nicht verkehrt sein kann. Haben eine Membran, die wesentlich steifer ist, die vom 13er ist. Also hier kriege ich das tatsächlich wesentlich schwerer verbogen, die Membran. Haben wir also noch mal ein bisschen auf Stabilität geachtet. Und das ist ja auch ganz wichtig für einen ordentlichen, präzisen Bass. Ansonsten haben wir hier Gummisicke. Das heißt, das hält auch eine ganze Weile. Keine Schaumstoffsicke, die dann irgendwann nach ein paar Jahren uns um die Ohren fliegt. Und die Chassis, habt ihr ja gesehen, bauen wir rückwärts gegen die Schiedacköffnung. Hier haben wir die Rückbank, die das so ein bisschen alles auffängt. Und damit keinerlei Platzverlust und auch einen anständigen Basspegel, dass man wirklich auf dem Rücken so ein bisschen den Bass schon spürt. Natürlich nicht übertrieben. Wir haben hier keine riesigen Teller drinne, die im geschlossenen oder Bassreflex oder Wandpassgehäuse arbeiten, sondern wir haben hier 6x9 Zoll zwei Stück Free-Air arbeitend. Aber ich finde, das ist für mich auch soweit ausreichend. Ist keine Bum-Bum-Anlage. Die kann jetzt nicht auf einen Sound-Contest antreten, aber die kann es mit diesen ganzen Werksystemen, da habe ich ja einige in meinem Fuhrpark, ganz locker aufnehmen. Also von der Pegelfestigkeit her, von der Dynamik her, ist das mit keinem von den BMW Soundsystemen hier vergleichbar. Ich habe ja in dem einen Fahrzeug im E93 das High-End Soundsystem oder Individual heißt das, glaube ich. Das ist auch sehr feinzeichnend, ist echt cool. Aber pegelmäßig überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier hinkriegen. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja. Eigentlich ist in dem anderen Auto auch sehr viel Material verbaut und auch ein bisschen Leistung, denke ich mal. Ja, aber ist ja auch ganz gut. Also wir haben jetzt in dem E30 eine Anlage, die hier in meinem ganzen Fuhrpark doch so ein bisschen hervorsticht durch quasi krasse Dynamik. Und DSP ist ja immer so ein Thema. Ne? Müsste man alles noch schön gerade biegen, den Frequenzgang, alle Zeiten anpassen. Habe ich auch nicht verbaut. Glaube ich auch nicht, dass ich das noch machen werde, weil das tatsächlich auch so schon sehr gut klingt. Ja, der einzige kleine Schwachpunkt oder das schwächste Glied bei meiner Kette im Moment, das Auto steht ja genau hinter euch, ist die Endstufe. Da habe ich jetzt irgendeine Pioneer-Endstufe verbaut, die halt 4x50 Watt Sinus hat, ein bisschen groß ist, Oldschool-Technik aus den 90ern oder 2000ern. Und deshalb habe ich jetzt überlegt, wir müssen mal schauen, ob es nicht bei MTX was Kleines gibt. Vierkanal, digital, und ich sehe schon, das Ding ist quasi super kompakt. Das kriegen wir auf jeden Fall noch schön versteckt eingebaut. Und Alter, die Optik ist ja schon mal absolut killer. Das Ding sieht ja schon mal auch optisch absolut geil aus. Wir haben also jetzt genommen die TX480D. Die hat also viermal, hier stand aber 120 Watt drauf. Ich glaube 80 Watt RMS hätte ich jetzt gedacht. Die Anschlüsse sind soweit klar, glaube ich. Ne? Stromversorgung, Remote Control, Lautsprecherausgänge. Auf der anderen Seite haben wir hier viermal Shinch. Wenn wir nur mit zweimal Shinch vom Radio kommen, müssen wir hier noch einen kleinen Verteiler setzen. Das war quasi von einmal Shinch auf zweimal Shinch männlich gehen, um diese Endstufe hier korrekt anzuschließen. Ansonsten Hochpass, Tiefpass, Frequenzeinstellungen, die High-Level-Inputs nehmen wir nicht in unserem Konzept. Und hier könnte man tatsächlich noch einen kleinen Lüfter anschließen, wenn jetzt hier der Einbauort so verbaut ist, dass da quasi die Luft nicht weg kann. Aber in unserem Fall würde ich sie gegen die Hutablage von unten schrauben, also gegen das Blech schrauben. Und dann sollte eigentlich genug Wärmeableitung vorhanden sein. Ansonsten nochmal zu den technischen Daten. Wir haben also jetzt dieses Modell TX84D, haben also die 80 Watt an 4 Ohm. Das sollte soweit passen. Die anderen Werte sind erstmal hier, so wie wir uns das auch vorgestellt haben. Ich würde sagen, die hat 4x80 Watt, also ein bisschen mehr als die Pioneer, die ich jetzt drin habe. Ist dabei gefühlt halb so groß. Digital natürlich, hat trotzdem die Weichen, die wir alle so brauchen. Und da freue ich mich schon drauf. Das Ding bauen wir auf jeden Fall ein. Die wurde auch mal ausgezeichnet als beste, klanglich beste Digitalendstufe bei irgendeinem K-Hifi-Test. Wir werden sehen, ob das mich irgendwie klanglich jetzt hier begeistert oder nicht. Mal gucken. Das Ding kommt auf jeden Fall in zweite Woche demnächst rein. So, dann habe ich bestellt bei MTX mal ein etwas größeres, nämlich ein 16er Chassis. 16er ist ja für E30 eigentlich ungeeignet, aber ihr habt es ja gesehen,
Ich habe ja in dem einen Fahrzeug mir ein aufwendiges Doorboard da beledern lassen. Erst dachte ich, es wäre von Jenat, aber es ist von MB Quad. Und da haben wir ja 16er Einbauplätze vorne. 16 ist natürlich nochmal eine richtige Nummer. Da kommt dann auch von vorne richtig Bass raus, auf jeden Fall Kickbass. Und deshalb wäre ein schönes 16er Chassis natürlich auch ganz cool. Und deshalb habe ich mal das 16er hier geordert aus der TX6 Reihe. Die TX6 ist die Reihe, die diesen großen Hochtöner hat und auch hier nach meinem Verständnis Alu-Rokos-Körbe. Die TX4 Reihe ist dann noch ein bisschen anders, also etwas günstiger von der Verarbeitung her. So, jetzt haben wir also hier nochmal ein schönes 16er Chassis mit den Standardbohrungen für diese DIN-Ausschnitte hier. Auch Alu-Druckguss-Korb. Könnte natürlich, hätte gerne ein bisschen größer sein können, weil bei mir sind die Öffnungen in dem Doorboard doch so eher so 18er. Ja? Also das hätte ruhig noch größer sein können, das Chassis. Das werde ich dann in dieses Fahrzeug verbauen, wo das Doorboard vorhanden ist. Ansonsten haben wir hier die gleichen Hochtöner wieder am Start. Eine etwas andere Frequenzreiche sehe ich gerade. Die scheint also hier an irgendeiner Stelle etwas weniger aufwendig zu sein. Hier haben wir nur eine Spule drin und einen Kondensator. Ich mag ja flache Weichen, also vermutlich ist die Spule vor dem Tieftöner und der Kondensator vor diesem schönen großen Hochtöner. Der hat halt eine gewisse Belastbarkeit und muss deshalb nicht so steilflankig abgetrennt werden, vermute ich mal. Und das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Ja, das ist schon mal nochmal eine Sache. Ja? Wenn man jetzt hier auch die Weiche vereinfachen konnte und es trotzdem gut klingt, kann das nur von Vorteil sein. Macht einen guten Eindruck, werde ich euch dann entsprechend erzählen oder erklären, ob mich das in diesem Fahrzeug da auch überzeugt hat. Was habe ich noch erordert? Wir haben ja im Cabrio bei dem Fahrzeug, was ich jetzt nächstes umbaue, noch Bedarf für hintere 13er Koaxialchassis. Und da habe ich schon gesehen, die TX6-Reihe, da gibt es auch Koaxialchassis, der Magnet bleibt genauso riesig wie bei dem Frontsystem und das wird wohl nicht funktionieren. Und deshalb habe ich da mal die TX4-Serie bestellt. Die TX4-Serie ist also noch mal ein bisschen einfacher. Da haben wir also Stahlkolbe, ein bisschen kleineren Magneten. So, die Membran sieht zwar so ähnlich aus, ja, könnte auch sein, dass sie mit Glas beschichtet ist. Kleinerer Hochtöner, ne? Hier sieht man mal, wie so ein kleiner Hochtöner aussieht. Was hat der für Maß? 20 mm ne? Ist jetzt hier der Hochtöner. Das ist für hinten für Rear Fill, also man will, dass das auch von hinten so ein bisschen mitläuft, die Musik, dass der die Anbindung zum Subwoofer besser funktioniert, ist das in Ordnung. Wir werden jetzt gucken, ob das reinpasst. Der Magnet ist auch riesig hier, muss ich sagen. Mal schauen, ob wir das wirklich ins Cabrio verpackt kriegen. Das passt tatsächlich hier so ganz knapp bei mir 30 Cabrio hinten rein, wirklich äußerst knapp. Die Magnete liegen auch an, aber ist dennoch nicht ausgeschlossen, dieses Chassis hier auch hinten zu fahren. Die Befestigungspunkte sind dann ganz leicht abweichend, wie ihr sehen könnt. Und mit Sicherheit muss hier diese Kante weggenommen werden, damit die Abdeckung da jetzt überhaupt über den Lautsprecher rübergeht. Aber grundsätzlich mit ein bisschen Aufwand auf jeden Fall machbar. Dann hat man halt hinten auch ein 13er-System. Ja, ein einfaches Koaxialchassis ohne weitere Frequenzweiche. Einfach ein Kondensator wahrscheinlich hier irgendwo versteckt vor dem Hochtöner. Testen wir auf jeden Fall auch. Mal gucken. Ansonsten kommen hinten halt die bewährten Rockford Fosgates rein. Die sind zwar ein bisschen, wie soll ich denn sagen, vorlaut, ja, würde man sagen, im Hochtonbereich. Aber hinten sind sie so ungünstig eingebaut, dass man davon gar nicht viel mitkriegt. Vorne, es kann also eher von Vorteil sein, wenn die sich ein bisschen versuchen, stärker in den Vordergrund zu drängeln. So, was habe ich noch bestellt? Ich habe noch was für den Touring bestellt vom Thomas. Touring hat hinten 10 cm Platz, also Einbauten, Einbauplatz. Auch da habe ich die TX4-Serie genommen, wollen wir nicht übertreiben, wir reden ja von hinten. Ne? Von daher haben wir jetzt hier noch einfach nochmal das gleiche Chassis wie gerade eben, nur in noch kleiner. In 10 cm. Denkbar wäre auch, ja, wenn das reinpassen würde, die Teile hinten ins Cabrio zu bauen, muss man sich halt noch einen kleinen Adapter basteln, wenn jetzt die anderen nicht gehen. Aber ich glaube, der Magnet ist sogar genauso groß. Ja. Aber hier könnte sein, dass man da noch ein bisschen mehr mit spielen kann. Also das 10 cm Chassis TX4 40C heißt das genau. Das ist also klein genug. Der Magnet will zwar mal hier wieder ran, aber das passt rein. Müsste man sich halt einen kleinen Adapter bauen und dann kann das auch schön weit zurückversetzt von hinten gegengeschraubt werden und dann müsste auch die Abdeckung hier nicht nachgearbeitet werden. Wäre also auch denkbar, aber ich sag mal, lieber ein bisschen mehr Membranfläche als zu wenig. Von daher, glaube ich, würde ich schon versuchen, das 13er hier irgendwie unterzubringen. Viel Bass kommt da nicht raus, wollen wir auch gar nicht haben. Das Ding so einfach solide ein bisschen hinten Rearfill machen und das wird auf jeden Fall funktionieren. Auch hier wieder keine extra Frequenzweiche, sondern Frequenzweiche hier
mit eingebaut, wahrscheinlich im Bereich des Magneten. Soweit, so gut. Dann hätten wir jetzt erstmal das Portfolio soweit zusammen. Dann würde ich euch jetzt nochmal einblenden. Ein paar Mitschnitte von Leuten, die mit dem Auto bei mir mitgefahren sind. Da mal ein bisschen Musik, ein bisschen Soundtests gemacht. Und dann könnt ihr anhand der Reaktionen entscheiden, ob das Stage 1 für den E30, was ich da entwickelt habe, ob das was für euch ist. Ist mehr oder weniger wie eine Werksanlage zu betrachten. Keine richtige Car-Hi-Fi-Baller-Baller-Installation. Und der letzte Kollege hat auch gesagt, das hätte eigentlich am Werk genauso kommen können. Und dann würde man da quasi nichts von sehen. Also mit dem originalen Hi-Fi-Soundsystem ist es wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Das kann im Vergleich dazu tatsächlich gar nichts. Das spielt schon auf dem Niveau von Harman Kardon im E90, E60 und Co. Ist dabei allerdings noch ein bisschen knalliger, dynamischer und auch lauter. Und das Harman Kardon vom BMW, das ist ja auch schon nicht schlecht, ja, E90, E60, das ist vielleicht vom Bass her noch ein bisschen präziser, weil der Untersitzsubwoofer da tatsächlich wirklich einen super Job abliefert. Der geht unglaublich tief runter und man sitzt auch ziemlich genau in der Druckzone. Das ist wirklich kaum zu toppen, aber da sind wir schon nahe dran. Aber Dynamik, so bei der Anlage in dem Werksauto kannst du nicht so laut drehen, dass du den Bass hinten im Rücken spürst und der Spiegel wackelt. Das geht jedenfalls bei meinen Autos nicht. Das kriegen wir hier bei meinem Stage 1 Soundsystem hin. Erstmal das Lied, was funktioniert. Ja. Nochmal jetzt für euch da draußen. Wir können ja bei YouTube hier in den Videos nicht irgendwelche random Popmusik spielen, weil YouTube das dann sofort sperrt, löscht und so weiter. Es gibt aber eins, ja, was die lieben YouTube-Jungs nicht auf dem Schirm haben, was sie einfach nicht erkennen. Und das nehmen wir jetzt wieder. Das kennt ihr auch. Ist so ein Partykracher, Clubkracher. Jetzt nicht jedem seinen Geschmack, aber den nehmen wir einfach mal. Braid Again, Maria, We Lost Dancing. Also so ein richtiges Techno-Teil. We've lost dancing. Ja, das ist halt so ein Ballerding, ne? Jetzt schon. Das kann man jetzt sehen zum YouTube, weil das kennt ihr. Ja, läuft schon. Die Kamera läuft die ganze Zeit schon, weil ich muss dann hier rausschneiden müssen. Aber das ist ja jetzt schon, Tino. Warte mal, da muss ich die. Ach, hinten ist schon zu. Das ist halt so ein. Ja. Ist doch jetzt schon der Hammer. Ja, das ist schon. Geht halt auch ganz schön laut, musst du mal sehen. Ja. Das hat schöne, geile Höhen, finde ich. Ja, die kommen schön rüber, ne? Ist jetzt auch richtig Räumlichkeit, Echo hier. Ja, absolut. Und überhaupt ganz ungestresst. Ja. Bisschen Bass halt dazu, ne? Du hast das Gefühl, dass eine original eingebaute Anlage ist. Ne? Also du hast ja kein Loch dafür mehr gebohrt oder irgendwas. Genau. Jetzt such mal das, was du hören möchtest bei YouTube hier. Warte, muss ich hier jetzt kicken? Warte. Ich kann jetzt ja mal kurz nochmal CD reinschmeißen. Hier ist ja eine CD drin. CD hört sich noch ein bisschen krass an. Pass mal auf CD. Hier wäre Räumlichkeit. Die Höhen kommen so geil, ne? Also jetzt bei dem Lied nochmal, ja? Erstmal merkst du, dass von CD nochmal ganz andere Qualität kommt bezüglich Räumlichkeit, ja, ja, und Höhen. Ja. Und dann dieser rollende Bass. Ja. Das ist genau das, was die Dinger wollen. So ein Tiefbass. Ja, aber ne? Was kommt denn bei mir jetzt noch? Hoffentlich das Gleiche. Ich meine, du hast ein offenes Auto. Wenn das Gleiche käme, wäre ich schon sowas von zufrieden. Du musst dem Cabrio einfach viel mehr anbieten. Ja, aber wenn ich doch stehe, habe ich das ja erstmal. Ja. Der Tiefpass, der Arschmark, der Rückenmark. Ja, du hast das Gefühl, als wenn der ganze Sitz, als wenn es hier drin ist. Du hast hier nur diese beiden kleinen ovalen Dinger. Ja. Kein Kofferraumverlust, gar nichts. Du spürst sie nur, wenn du so ein bisschen anfässt. Und das sind 50 Watt für die 2x2 vorne. 50 ja. Vorne ist gar nichts. Die können alle noch viel mehr. Die müssen ja mindestens 80 kriegen und hinten ja auch noch ein bisschen mehr. Und ich habe ja jetzt schon bei MTX ein bisschen vorgesprochen. Ich werde also noch mir die passende Endstimme besorgen, ja, von MTX und dann. So schön. Geht vor allem auch gefühlt bis Anschlag. Ja. Und er geht, der Bass, der ist so schön unten rum. Der ist nicht so kurz und abgehackt. Der ist der Hammer. Was hast du hier? Hast du hier oben noch was hintergeklebt? Damit ja, das alles nicht vibriert, weil sonst normal würde da alles klappern hier. Da musst du ein bisschen was dahinter kleben, aber du musst auch den Lautsprecher richtig einkleben und vor dem Lautsprecher noch was machen. Aber hast du ja auch noch mal so einen, ja, so einen Cookie auf dem Video da. Der muss richtig dicht sein, sonst scheppert das auch. Und der kann halt richtig viel, das Ding.
Der macht für den 13er richtig einen Fackel. Ja, die gehört das ja. Es kommt ein bisschen was raus. Merkst du ja auch hier. Ja, das Ding kann auf jeden Fall auch ein bisschen was. Und das verklebst du dann bei mir auch alles, ja? Müssen wir genauso einbauen, genau. Da gibt es gar nicht groß viele Optionen. Das ist ja ein Hammerklang, das gibt's doch gar nicht. Die Hochtöne auch so absolut perfekt. Ach, hier ist der Marienkäfer, ist hier auch. Der tanzt schon mit. Aber wie, was halt krass ist, dass CD nochmal viel mehr. Ja. Aber das Lied an sich hört sich ja geil an, diese neue Version hier. Boah, Hammer. Okay, da haben wir jetzt einen kleinen Überblick. Da wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video.